Ich wusste doch, ich kann auf euch zählen. Hier geht es weiter mit dem zweiten Teil des Quiz-Battles. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann klickt hier irgendwo. Ansonsten geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil. Mal sehen, ob wir das Ganze noch rumreißen können. Ab geht's! So Leute, nach der ersten Runde für Torn On mit 1-0 und wir gehen direkt in die zweite. Ich lese euch jetzt immer begrifflich oder einen Satz vor und ihr müsst auf die Lösung kommen. Die Mannschaft, die als erstes reinruft, die gewinnt, aber beachtet, ihr dürft nur einmal einen Lösungsvorschlag geben. Heiliger Verdammt. Nur einen einzigen Lösungsvorschlag. Das heißt, wenn ihr euch sicher seid, sagt es und wenn es falsch ist, dann geht der Punkt an die andere Mannschaft. Okay. Genau. Ich komme aus Knoxville, Tennessee. Oh. Aus Steve wo? Jobs. Falsch. Da müssen wir gar nicht mehr sagen. Darf aus dem Team noch der Atem. Ihr habt die Stadt gar nicht verstanden. Irgendwo Tennessee. So, der zweite Satz ist: Mein erster Film war My Best Friend's Birthday und verbrannte im Quentin Schneider. Tarantino. Richtig. Echt? Ja. Ja, bitte, also. Scheiße! Machen wir das zweite. Ich wurde von einem ehemaligen Spielekartenhersteller erschaffen. Ich bin eine der erfolgreichsten Spielefiguren der Welt. Ja. Spielefiguren so Zwischenfrage, Actionfigur im Sinne von Actionfiguren. Spielefiguren. Nee, wir müssen einfach warten, es gibt nicht keine Antwort. Wir warten den nächsten Satz. Achso, natürlich, okay. Ich bin das erste Mal 1981 in einem Arcade-Spiel aufgetreten. In einem Arcade-Spiel aufgetreten. Familienmitglieder von mir haben die Vornamen Candy, Chunky, Cranky, Diddy, Dixie, Donkey Kong! Donkey Kong ist richtig. Ich habe das auch gesagt. Na, ich muss. Es kam erst bei Diddy. Es kam ich würde sagen, Gleichstand. Ich würde. Bitte? Nee, ich würde schon Gleichstand sagen in dem Fall. Ich bin da ganz fair. So. Ich sage Gleichstand. Okay, Diddy ist auch Gleichstand. Jetzt sagst du Gleichstand. Ah, okay. So, Leute, die nächste Hinweisrunde. Ah, jetzt geht's. Ich bin Teil einer Sitcom. Oh, es geht schon weiter. Ja. Da oben geht's los. Das war falsch. Danke. Aber egal, den nehmen wir. Die Serie, in der ich mitspiele, ging 2007 auf Sendung und zurzeit läuft die 8. Staffel. Ich wohne mit meinem Mitbewohner in einer WG. Big Bang Theory. Das ist falsch. Oh. Ja, das war wirklich leider falsch. Ist mir egal. Und damit geht der Punkt. Und was ist es? An Turn On und es war Sheldon Cooper. Und damit steht es 2-0 insgesamt. Und wir gehen in die nächste Fragerunde und jetzt müsst ihr Filmposter erkennen. Es werden gleich Filmposter eingeblendet. Okay. Und ihr müsst erraten, zu welchem Film die gehören. Das erste Filmposter kommt jetzt. Memento. Falsch. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass der Punkt, wenn ihr falsch seid, an die Gegner. Das ist ja klar. 1-0 steht jetzt. Das sind doch nicht mal Tattoos! Und das ist The Machinist. Ja, das ist The Machinist. Ja! Was ist das? Das ist The Machinist. Hätte ich nicht gewusst. Das ist mit Christian Bale. Aber es sah so, so krass nach Memento aus. War das die Proberunde? Nein. Ach, in der nächste immer. Film. Alex, komm. Terminator! Alex, es tut mir leid. Ja, Alex. Ich sagen, scheiß weg. Der Punkt geht an Excalibur. Ich weiß jetzt sogar welcher. Damn it! Möchte jemand auflösen? Zeiten ändern dich? Das ist ein Schüler auf dem Bild. Ja, sieht doch so aus, ein bisschen. 12 Monkeys. Also steht's 1-0. Nein, so, steht 2-0. 2-0 für Excalibur. Aber kommt der nächste Film. Meint er Westerfall? Oh, Alter, man sieht's bereits. Erst raten, wenn man weiß, wie der Film heißt. Das ist schwierig. Oh, das können sogar zwei sein. Meine Güte. Ich bin raus. Alex, du hattest zwei Sachen, die du sagen wolltest. Entweder ist es der Pianist oder Schindlers Liste. Genau, Schindlers Liste. Das ist der nächste Film. Big Fish! Ja! Ich wollte und das ist der Siegpunkt für Excalibur. Aber ich hab Big Fish gedacht. Ja, ich hab's laut gedacht. So, insgesamt steht's 2-1 in diesem... Aber nur weil ich nett war und dir das Gleichstand gegeben hab. Turn On. Oh wei. Und wann kommen die Fragen zu spielen? Na jetzt. Ins Studio. Ciao. Sag tschüss. 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 Ei,
Da haben wir eine ganz schöne Watsche von den Turn-On-Jungs bekommen. Aber naja, Quizzen heißt ja nichts. Das waren ja auch sehr seltsame Fragen und überhaupt. Ist ja auch egal, morgen geht es weiter mit dem Drohnen-Battle und da ziehen wir sie ab. Ich sag's euch, auf jeden Fall, wir ziehen sie da ab. Also morgen bei Turn-On einschalten. Ansonsten könnt ihr euch hier noch ein Video anschauen und da noch ein Video anschauen. In der Mitte könnt ihr wie immer abonnieren. Ansonsten in der Videobeschreibung alle Social-Media-Links zu dies, das, jenes und alles überhaupt. Schaut da mal rein. Ansonsten schreibt uns fleißig Kommentare. Wenn ihr Bock habt, teilt das Video, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen bei den Turn-On-Jungs oder beim Nerdcheck oder bei einer anderen Folge, wo ich drinne sitze. Also viel Spaß. Dann ciao. Und jetzt muss ich weiter Tay-Tay spielen. Game of Thrones, tut mir leid. Also kann ich jetzt aufstehen? Kann ich?